herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal ein Neuerscheinungsvideo und zwar für die neuerscheinenden Bücher im März. Aufnehmen tue ich das hier am 8.3. Sehen werdet ihr das wahrscheinlich irgendwann nach der Buchmesse, also auch schon wieder über Mitte des Monats. Es tut mir leid, aber die Bücher erscheinen ja trotzdem und ich möchte euch ja trotzdem auf diese Bücher aufmerksam machen, auch wenn sie schon vor einer Woche oder zwei erschienen sind. Vielleicht seid ihr da ja noch nicht drüber gestolpert und ja, vielleicht sind hier ein paar Bücher für euch dabei, auf die ihr eben auch Bock habt. Für die, die es nicht wissen, vor mir ist wieder mein Blog-Eintrag, deswegen werde ich ja ab und zu mal drauf gucken. Da habe ich die Cover und die Inhaltsangaben und ja, ich habe wieder 5 Bücher rausgesucht, zu denen ich euch jetzt was erzählen werde, die im März erscheinen oder schon erschienen sind. Ja. Das erste Buch ist Nachruf auf dem Mond von Nathan Filer. Das erschien am 2. März 2015 und ist laut Amazon der Überraschungserfolg aus Großbritannien, ausgezeichnet mit dem Costa Book Award 2013. Was auch immer das ist, klingt aber schon mal nach Yay. Und die Geschichte klingt noch mehr nach Yay, denn ich lese euch erstmal kurz vor, was hier steht. Ich werde Ihnen erzählen, was passiert ist. Denn bei der Gelegenheit kann ich Ihnen auch gleich noch meinen Bruder vorstellen. Er heißt Simon. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Wirklich. Doch in ein paar Seiten wird er tot sein. Danach war er nie mehr derselbe. Das hat Matthew Holmes geschrieben. Matthew Holmes ist ein begnadeter Erzähler und Patient der psychiatrischen Klinik in Bristol. Er hat vor 10 Jahren bei einem Campingausflug seinen kleinen Bruder verloren und gibt sich seitdem die Schuld daran. Also der ist gestorben, ist klar. Aber Matthew ist aus bestimmten Gründen, also er ist nicht nur in dieser Klinik, weil er Schuldgefühle empfindet für den Tod seines Bruders, sondern auch, weil er schizophren ist. Und viel mehr steht hier nicht, aber ich glaube, man kann sich daraus eigentlich ableiten, dass er in seiner Schizophrenie noch mit seinem toten Bruder reden kann, der anscheinend nicht mehr so ist, wie er war, bevor er gestorben ist, ist er gestorben bei dem Campingausflug. Und ja, das klingt irgendwie recht cool, vor allen Dingen auch, weil dieser Matthew eben ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Deswegen würde ich mir denken, auch weil da steht Nachruf auf dem Mond, dass er sich halt immer Geschichten ausdenkt, die er zusammen mit seinem toten Bruder bestreitet. Und das klingt eigentlich echt cool und wäre auf jeden Fall was für mich, vielleicht auch was für euch. Ja, wie immer kann ich dazu nicht sagen, klingt auf jeden Fall echt cool und erscheint am 2. März 2015. Das zweite Buch ist Menduria, das Buch der Welten von Ela Mang. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das erschien am 5. März 2015 und da geht es um die 16-jährige Lina. Die ist nämlich auserwählt und soll das Gefüge der Welt wieder zusammensetzen. Das geht aber nur mit dem Buch der Gezeiten. Dieses Buch der Gezeiten ist aber mit 7 Siegeln verschlossen und diese Siege können nur empfunden werden durch die wahrhafte Empfindung von Selbstlosigkeit, Mitgefühl, Vertrauen, Mut, Ehrlichkeit, Liebe und Vergebung. Und ja, es geht jetzt um die Reise von dieser Lina, die all diese Siegel dann öffnen muss. Auf dem Weg trifft sie auf den geheimnisvollen Dunkelelfen Darian. Dieser macht ihr das Leben schwer, aber sie verliebt sich dennoch in ihn. Und er scheint auch vom Schicksal vorherbestimmt zu sein, denn ja, mit der Liebe Darians schafft Lina es eben auch, das letzte Siegel zu öffnen und das Unverzeihliche zu verzeihen. Und zwar den Mord an ihrer Mutter. Ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Also dieses Liebesding ist nicht so meins, aber vielleicht was für euch. Das Cover finde ich richtig schön. Also ich weiß nicht warum, aber das ist ein richtig schick, das Cover. Und ja, es klingt nach Fantasy, klingt nach Aufgaben erfüllen. Wie gesagt, dieser Liebesteil ist für mich, aber vielleicht für euch. Außerdem ist es ein Buch. Also allein, dass es das Buch der Welten heißt, fand ich schon wieder sehr gut. Weil, weiß ich nicht, Bücher, das Wort Buch im Titel zieht mich irgendwie meistens an. Und ja, wie gesagt, Fantasy, das Weltgefüge wieder zusammensetzen, Auserwählte und 7 Siegel, die gebrochen werden müssen. Durch die wahre Empfindung verschiedenster Gefühle. Und es erscheint am 5. März, oder erschien am 5. März 2015. Das dritte Buch ist Der Game Master, Tödliches Netz, Band 1 von James Dashner. Das erscheint mal in meinem Falle morgen am 9. März 2015.
Und James Dashner ist für die, die sich das, also für die sich das jetzt irgendwie bekannt anhört, der Autor der Maze Runner-Reihe. Und deswegen habe ich das Buch mit reingenommen, muss ich zugeben, weil, ja gut, so krass interessiert mich der Inhalt jetzt eigentlich nicht, aber es ist James Dashner, deswegen denke ich, daraus könnte vielleicht was werden. Deswegen werde ich euch jetzt mal ein wenig was dazu erzählen, und zwar steht da, wenn ein Game zur mörderischen Realität wird. Michaels Leben ist ein einziges Game, denn Michael will eine Cyberlegende werden. Doch als sich eine Gamerin im Wordnet vor seinen Augen umbringt, ist plötzlich nichts mehr, wie es war. Dahinter steckt der berüchtigte Cyberterrorist Kane, dessen Motive ebenso im Dunkeln liegen wie sein Aufenthaltsort. Und Michael ist derjenige, der Licht in die Sache bringen soll. Im Auftrag des virtuellen Sicherheitsdienstes. Im Auftrag des virtuellen Sicherheitsdienstes. Eine Mission mit höchstem Risikolevel, denn ab jetzt bewegt er sich auf Pfaden, auf die sich noch keiner vor ihm im Wordnet gewagt hat. Entschuldigung. Ja, klingt an sich eigentlich nicht schlecht, muss ich zugeben. Also es klingt schon, also da könnte was draus werden, aber irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ist da was für euch. Also, James Dashner, wer da Lust drauf hat, erscheint am 9. März 2015. Da geht es um Cyberkriminalität und Cyberterroristen und Leute, die sich diesen Cyberterroristen in den Weg stellen. Das nächste Buch ist Du bist mein Tod von Claire Kendall. Und es erscheint am 6. März 2015. Da geht es um Clarissa. Clarissa hat laut ihrer Umgebung den besten Mann der Welt. Alle, selbst ihre beste Freundin, denken, es ist die wahre Liebe, die die beiden verbindet. Doch Clarissa weiß es besser, denn sie kommt von ihrem Mann nicht mehr ganz weg. Ihr Mann legt ihr zwar die Welt zu Füßen, aber Clarissa will seine ganzen Geschenke, seine Blumen und seine Nähe nicht mehr haben. Er ist einfach zu viel, zu übereifrig, und es macht Clarissa Angst. Und sie versucht es ihren Freunden zu erzählen, aber es glaubt ihr niemand. Und irgendwann bekommt sie dann mit, dass seine Ex-Freundin vermisst wird, und Clarissa packt die Angst. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Erleidet sie vielleicht das gleiche Schicksal wie die letzte Freundin ihres Mannes? Ja, sie fürchtet um ihr Leben, bis sie dann eines Tages zurückschlägt. Ja, das passiert in diesem Buch. Klingt auch recht spannend, klingt wie, naja, Stalker-Dings kann man jetzt nicht sagen, denn an sich sind sie anscheinend verheiratet, wenn ich das richtig verstanden habe, aber trotzdem klingt es irgendwie sehr gut. Irgendwie für mich auch, dass ihr erst niemand glauben will, dass sie es versucht, jedem zu erzählen. Da stelle ich mir irgendwie als gute Grundlage für einen Thriller vor, und dann frage ich mich natürlich auch, inwiefern sie zurückschlagen will. Ich meine, wenn er seine letzte Ex-Freundin auch in irgendeinen Keller eingesperrt oder gar getötet hat, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt selbst irgendwas machen würde gegen ihn, aber Clarissa tut das und klingt eigentlich ganz cool, würde ich sagen. Erscheint im List Verlag übrigens. Anscheinend. Habe ich noch nie was von gehört, aber egal. Am 6. März 2015, genau. Ein Thriller, der sich ziemlich spannend anhört. Und das letzte Buch ist Märchenhaft erwählt von Maya Shepherd. Das erschien am 2. März 2015, und ja, das werde ich euch, glaube ich, auch mal ganz vorlesen. Es war einmal ein Prinz namens Lien, der seit seiner Geburt mit dem schrecklichsten Fu Fluch lebte, den sein erster Kuss, mit dem schrecklichen Fluch lebte, dass sein erster Kuss eines Tages großes Unheil über das Königreich Koraleu bringen würde. Nur seine wahre Liebe kann ihn retten. Die 12 schönsten Mädchen des Landes werden bei einer großen Auswahl erwählt. Eine von ihnen wird Prinz Lien heiraten. Doch bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor ihnen. Es gilt, Prüfungen zu bestehen, die den Mädchen alles abverlangen werden. Wie weit sind sie bereit für ein besseres Leben und die Chancen auf die große Liebe zu gehen? Märchenhaft erwählt ist der erste von 3 Bänden und enthält alles, was zu einem klassischen Märchen gehört. Romantik, Magie, Spannung, Abenteuer, das Gute und das Böse, eingehüllt in einem Leuch in den leuchtenden Farben der Fantasie. Ja, ich muss sagen, das Erste, wo ich daran denken musste, als ich das durchgelesen habe, war Selection. Aber Selection habe ich nie gelesen, dementsprechend weiß ich nicht so genau, ob man das vergleichen kann. Aber ja,
Ist auch wieder eher was für euch als für mich. Große Liebe und irgendwelche Flüche sind nicht so meins, muss nicht sein. Aber wie gesagt, könnte was für euch sein. Das Cover an sich sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und ja. Ich kann heute erstaunlich wenig zu den Büchern sagen, aber ja, es geht halt um einen Prinzen und Flüche, wie ihr das eben schon gehört habt. Und wie gesagt, ist vielleicht mehr was für euch als für mich. Kommt in die Liste rein und erscheint am 6. März 2015. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich werde jetzt nochmal einen kurzen Schnelldurchlauf machen, damit ihr nochmal ganz genau wisst, welche Bücher so alles dabei waren. Und zwar haben wir angefangen mit Nachruf auf dem Mond von Nathan Filer. Das erschien am 2. März 2015 und das war der Roman mit dem großen Bruder, der sich die Schuld gibt am Tod des kleinen Bruders, der aber durch seine Schizophrenie die Möglichkeit hat, seinen kleinen Bruder trotzdem am Leben zu erhalten und der mit dem vielleicht in seinem Kopf ja, Geschichten erlebt und vielleicht sogar auf den Mond reist oder so, wer weiß, wer weiß. Passiert aber alles in seinem Kopf, klingt sehr spannend und erscheint am 2. März 2015. Mindoria, das Buch der Welten von Ela Mang, erscheint am 5. März 2015 und da ging es um die 16-jährige Lina, die auserwählt werden soll, Manduria und damit das gesamte bestehende Weltgefüge zu retten. Das geht aber nur mit dem Buch der Gezeiten und das ist geschützt durch 7 Siegel und die können nur durch die wahrhaftige Empfindung von 7 Gefühlen geöffnet werden. Ja, um das zu erledigen, hat sie Hilfe von Darian, einem geheimnisvollen Dunkelelfen, der ihr vor allen Dingen auch dabei hilft, das Siegel der Liebe zu brechen, damit sie dann auch das letzte Siegel brechen kann und das Unverzeihliche verzeihen, nämlich den Mord an ihrer Mutter. Das erscheint am 5. März 2015. Dann haben wir The Game Master, Tödliches Netz, Band 1 von James Dashner, erscheint am 9. März 2015. Und da ging es um Cyberterrorismus im Wordnet und um Michael, der den berüchtigten Cyberterroristen Kane stoppen soll und sich dabei auf Pfaden bewegt, die vor ihm noch keiner gegangen ist. Erscheint am 9. März 2015. Du bist mein Tod von Claire Kendall erscheint am 6. März 2015. Und da geht es um Clarissa, die einen ziemlich anhänglichen Mann hat und darauf irgendwann keine Lust mehr hat, dann herausfindet, dass die Ex-Frau von ihrem Mann auch verschwunden ist und sie bekommt dann richtig Panik, versucht es ihren Freunden zu erzählen, ihr glaubt aber leider niemand und dann legt sie irgendwann selbst Hand an. Das erscheint am 6. März 2015 und dann haben wir noch Märchenhaft erwählt von Maya Shepard. Das erscheint am 2. März 2015 und da ging es um den Prinz Lien, der den Fluch hat, dass sein erster Kuss eines Tages großes Unheil über das Königreich bringen würde. Und um die wahre Liebe zu finden, veranstaltet er eine Art Wettbewerb. Und da kommen die 12 schönsten Mädchen des Landes zusammen und eine von ihnen soll erwählt werden, um seine Frau und hoffentlich auch große Liebe zu sein, damit der Fluch nicht ausbricht. Doch die Prüfungen, die bestanden werden müssen, sind hart und da muss man erstmal gucken, ob man da überhaupt bis zu seiner großen Liebe kommt. Erscheint am 2. März oder erschien am 2. März 2015. Ja, damit ist mein Video vorbei. Ich hoffe, für euch waren auch ein paar Bücher dabei und ja, schreibt mir in die Kommentare, falls ich irgendwas vergessen habe. Sonst würde ich mich hier erstmal für euch verabschieden und sagen, wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Unter mir findet ihr mein letztes Mal News. Das ist einmal meine Rezension zu Elbenthal-Saga. Sehr schöne Fantasy-Reihe, hat mir sehr gut gefallen. Unbedingt mal reinschauen, wenn ihr gerne Fantasy lest. Und das daneben wird mein letzter Weekend-Vlog sein. Das ist der Vlog vor der Messe, dementsprechend der Vlog, in dem ich euch etwas erzähle über Gebärdensprache und wie ich sie vorhabe zu lernen. Und ja. Ganz ohne Infobeschreibung findet ihr neben dem Link zu meinem Blog-Eintrag, den ich ja auch eben von mir hatte, wo, wie vorhin schon erwähnt, die Bilder und auch Links sowie Inhaltsangaben zu den einzelnen Büchern drinstehen. Und auch all meine Social-Media-Links, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und der Link zu meinem Blog findet ihr alles unten in der Infobeschreibung. Und ja, damit beende ich mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.